Hallo miteinander aus dem Clubraum. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Vortrag von Chris. Chris ist lizenzierter Digitalisierungsethiker mit einem Hackerherzen und er spricht etwas über das Silicon Valley, über Big Tech und ob die These stimmt, dass diese Konzerne immer das Gute für die Menschheit wollen oder eben nicht. Und Chris, bitteschön. Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein in einem Clubraum, der erstaunlich leer ist. Zum Glück ist viel Technik hier, da fühle ich mich nicht ganz so einsam. Die Lacher werden wahrscheinlich eingespielt. Ich hoffe aber auch, dass ich euch zu Hause ab und zu ein bisschen unterhalten kann. Aber natürlich auch mit meinem Vortrag, glaubt nicht jeden Zauberspruch aus dem Metaverse, ein bisschen aus der Reserve locken kann, ein bisschen Denkfutter auch liefern kann zum Beginn dieses Winterkongresses. Ja, und jetzt interessiert es mich natürlich eigentlich, was ihr hier gesehen habt. Ich gehe nochmal zurück. Glaubt nicht jeden Zauberspruch aus dem Metaverse. Das ist ja schon so eine Art Zauberspruch, nämlich ein Lockspruch. Ich hoffe, dass ich möglichst viel Publikum hier anlocken konnte. Ich muss sagen, ich sehe euch natürlich nicht, aber ich habe im Moment auch keinen Chat offen oder so. Das heißt, ich rede einfach mal so ins Leere. Aber natürlich würde es mich interessieren, ist überhaupt jemand hier? Und wenn ja, wieso seid ihr denn hier? Also wer hat sich wegen der Zaubersprüche hier angemeldet? Wer fühlt sich da angesprochen und ist deshalb vorbeigekommen? Der kann nachher, wenn ich den Countdown zähle, ein Z in den Chat schreiben. Wer sich vom Metaverse angesprochen fühlt, schreibt bitte ein M in den Chat. Und wer es einfach angenehm findet, dass es hier so schön warm ist oder wer vielleicht einen anderen Raum nicht gefunden hat, der macht doch gerne einen Schraggi in den Chat. Ja, da bin ich dann gleich gespannt, was da dann auch rauskommen wird. Wir geben euch ein bisschen Zeit. 3, 2, 1 für alle, die noch nicht getippt haben. Das dürft ihr jetzt gerne machen. Ich sehe, die Regie ist eigentlich schon bereit am Mikrofon. Sind schon erste Antworten da? Ja, offensichtlich. Ja, also bis jetzt ist die Mehrheit ein Z. Ein Z, okay, dann bin ich froh, dann habe ich ja das richtige Kostüm mitgenommen. Ich habe mir überlegt, ob ich Mark Zuckerbergs Avatar tragen soll heute Abend. Aber in dem Fall bin ich richtig. Ja, die Zaubersprüche, die faszinieren. Das hoffe ich natürlich auch, dass das so ist. Gleichzeitig, ich meine, die faszinieren mich ja selber auch, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch hier, um ein paar Dinge zu entzaubern. Also ich hoffe, dass ich euch dann nicht enttäuschen werde, sondern vielmehr auch vielleicht die bessere Art zu zaubern beibringe. Noch kurz ein paar Worte zu mir. Wurde vorher schon gesagt, Cyberethik ist natürlich mein großes Kernthema. Ihr seht meine ganze Persönlichkeit, aber die lässt sich in 11 Hashtags zusammenfassen. Ich nehme dann jeweils noch etwa 3 raus, um so ein bisschen zu signalisieren, worum geht es denn heute genau. Kein Wunder, am Winterkongress der digitalen Gesellschaft geht es auch bei mir hauptsächlich um Digitalisierung und Gesellschaft. Und was mir eben auch immer ein großes Anliegen ist, als Philosoph, ist eben das Stichwort Empowerment, also meine Zuhörer und Zuhörerinnen auch zu befähigen, selber zu denken, Denkanstöße zu geben, auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht nicht immer ganz einig sind mit mir. Ich freue mich natürlich, wenn ihr einig seid mit mir. Ich freue mich aber auch, wenn ihr nicht einig seid mit mir. Da habe ich ja eine sehr kompetente Moderation an der Seite. Nutzt gerne den Chat jederzeit, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr aber auch Widerspruch habt. Wir werden dann am Schluss sicher noch ein bisschen Zeit haben, das anzuschauen. Gemeinsam hier im Plenum oder dann auch später noch gibt es eine Breakout-Session. Jetzt aber mal zuerst, ich habe gesagt eben Cyberethik oder digitale Ethik sagt man noch häufiger. Wieso ich Cyber sage, das könnt ihr mich dann vielleicht später fragen, wenn überhaupt. Bleiben wir beim bekannten Term digitale Ethik. Was ist das überhaupt und wozu? Die Grundfrage der Ethik ist ja, wie viele eigentlich auch gar nicht so genau wissen, nicht die, was sollst du nicht tun, also so das Klassische, das wir vielleicht halt eben auch noch vom Religionsunterricht von den 10 Geboten kennen, also der Moralzeigefinger. Nein, eigentlich ist die Grundfrage der Ethik, wie können wir gut leben? Und dementsprechend ist für mich die Grundfrage der digitalen Ethik eben, wie können wir gut leben in einem sehr dicht vernetzten Zeitalter, in einer sehr dicht vernetzten Welt.
Also eigentlich ist es eine positive Grundfrage und nicht immer nur, ah, jetzt kommen die Ethiker und sagen uns, was wir nicht tun dürfen mit diesen Daten, was wir nicht tun dürfen mit der Überwachung etc. etc. Das heißt, digitale Ethik soll Menschen befähigen, tatsächlich Probleme zu erkennen. Natürlich, das gehört ja schon auch dazu, also die Analyse zuerst mal, aber dann eben auch Lösungen zu entwickeln und dann ganz wichtig daraus oder darauf auch aufbauend den digitalen Wandel reflektiert zu gestalten. Diese beiden Dinge sind mir sehr wichtig, eben das Nachdenken natürlich als Philosoph, das werdet ihr noch ein paar Mal hören heute Abend. Aber im Gegensatz zu Philosophen, die vielleicht lieber in einem Elfenbeinturm sitzen und dicke Wälzer lesen und vielleicht auch schreiben, finde ich es eben auch wichtig, dass man ein bisschen rausgeht und diesen Wandel eben auch mitgestaltet. Und das hoffe ich, das kann ich heute mit meinem Referat auch ein bisschen tun. Und hier ist auch gleich ein Blick auf das Programm heute, was ich in den nächsten jetzt noch etwa 35 Minuten knapp mit euch anschauen möchte. Zum Ersten schauen wir da ins dicke Zauberbuch Techmagie für Zauberlehrlinge. Es freut mich eben, dass ihr alle oder viele von euch wegen den Zaubersprüchen hier seid. Aber was meine ich überhaupt, wenn ich von Zaubersprüchen spreche? Dann werfen wir tatsächlich einen Blick ins Zauberbuch und schauen uns ein paar dieser Sprüche, die ich da gefunden habe in den letzten Jahren, in denen ich mit dem Thema mich schon beschäftige. Schauen wir uns diese Sprüche, ein paar dieser Sprüche an, exemplarisch. Und dann eben möchte ich nicht einfach bei den Problemen bleiben, nicht nur ein Silicon Valley Bashing oder ein Big Tech Bashing betreiben, sondern auch aufzeigen, was ich denke, was wir tun können, jeder von uns auf individueller Basis, aber wo es dann auch eben weitergehen muss, wie wir aus diesem Labyrinth herauskommen und die Dinge auch ein bisschen entzaubern. Und damit sind wir tatsächlich schon beim ersten Kapitel, diese Techmagie. Was sind eigentlich diese Zaubersprüche, von denen ich jetzt schon die ganze Zeit spreche und die euch offenbar auch angezogen haben? Ich verstehe darunter eben floskelhafte Aussagen, die unsere Sicht auf die Welt, jetzt in unserem Fall natürlich eben vor allem auch die digitale Welt oder die Welt im digitalen Wandel, also Aussagen, solche Floskeln, die diese Sicht beeinflussen und damit auch die Welt selbst. Das werden wir sehen, darauf werde ich dann auch noch zurückkommen gleich, dass Sprache eben auch nicht nur uns irgendetwas in den Kopf setzt, sondern auch tatsächlich einen sehr direkten Einfluss auf unsere Welt selbst haben kann. Wieso sind Zaubersprüche erstmal problematisch? Ja, ich werde heute hauptsächlich von den Zaubersprüchen sprechen, die ich für problematisch halte und weniger von der weißen Magie. Also ihr seht, Black Hat hier ist angesagt heute. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich dann am Schluss als Black Hat dastehe, aber es hat ein bisschen besser gepasst hier als der weiße Zylinder. Ja, was der erste wichtige Punkt ist, was ich wirklich problematisch finde mit den Zaubersprüchen, das ist, dass sie eben Dinge verschleiern, relevante, wichtige Aspekte, gerade im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel, anstatt Transparenz zu schaffen. Also wir brauchen solche Zaubersprüche, eben Beispiele zeige ich dann nachher noch und da komme ich auch wieder darauf zurück, aber so habt ihr schon mal den Rahmen. Wir brauchen eben häufig solche Floskeln, solche Ausdrücke, mit denen wir so ein bisschen zaubern, um Dinge, die eigentlich klarer sein könnten, unklarer zu machen. Deshalb sind sie eben auch mehrheitlich destruktiv, denn wenn man transparent kommuniziert, wenn man transparent spricht, dann kann man eben auch gemeinsam an Lösungen arbeiten. Hingegen, wenn man Dinge verschleiert, dann ist das natürlich bedeutend schwieriger. Und eben dann heißt es auch, Zaubersprüche versuchen häufig zu manipulieren, ob bewusst, mit bewusster Rhetorik oder unbewusst, das ist beides möglich. Das ist ja auch so ein bisschen eine Problematik, dass wir häufig selber gewisse Wörter brauchen. Ich bin dann auch gespannt, wie es im Chat dann läuft, wie viele Zaubersprüche ihr bei mir selbst wahrnehmt. Da nehme ich natürlich auch gerne Rückmeldungen auf, wie oft, dass ich euch versuche zu verzaubern. Aber eigentlich denke ich, eben man sollte Aufklärung betreiben. Ihr seht, da kommt ein bisschen philosophisch-humanistisches Vokabular rein. Keine Bange, nochmal, ich werde hier nicht die große Vorlesung halten über Ethik. Ich hoffe, auch der Einblick war erträglich kurz. Das versuche ich eben nicht. Aber trotzdem, Aufklärung finde ich ein ganz wichtiges Stichwort, eben dass wir hin zu einer digitalen Mündigkeit auch kommen und nicht manipuliert werden und dann eben uns von irgendwelchen obskuren Aussagen letztlich auch eine obskure Realität aufzwingen lassen. Und genau das passiert eben häufig, machen uns solche Zaubersprüche dann auch
eher vertrauensselig. Wir glauben dann die Dinge, weil wir sie auch immer und immer wieder gehört haben. So funktionieren wir halt häufig. Also wenn wir es mehrmals Dinge hören, dann ist es wahrscheinlich auch wahr. Also wenn es im Internet steht, ja sowieso. Anstatt dass wir sie uns eben anregen, selber zu denken. Jetzt habe ich mehrmals schon gesagt, Sprache ist ganz wichtig, eben sie prägt unsere Welt. Da möchte ich jetzt kurz noch einmal so ein bisschen das Raster oder den Rahmen aufzeigen, bevor ich dann eben ins Detail gleich gehe und an einzelnen Sprüchen durcharbeite, wie das eben, was da genau passiert, wenn wir so sprechen, wie wir sprechen. Zum einen, Sprache prägt eben unsere Vorstellungshorizonte. Jetzt doch noch einmal ein kurzes philosophisches Zitat von einem der bekanntesten Sprachphilosophen des 20. Jahrhunderts, Ludwig Wittgenstein, der gesagt hat, «The limits of my language are the limits of my world». Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mit ihm wirklich da auch übereinstimme, weil er sehr stark an verbale Sprache gedacht hat. Ich denke zum Beispiel, Musik ist auch eine Sprache als Musiker und ob er das mitgedacht hat oder nicht, weiß ich nicht. Das wäre eine schöne philosophische Debatte. Wo ich aber mit ihm auf jeden Fall einig bin, ist eben, dass das, was wir sagen können, das, was wir uns vorstellen, eben auch geprägt wird durch das, was wir immer hören, was wir aufnehmen, also zu hören gehört natürlich auch eben das Lesen oder das Sehen seines Videos auf YouTube, seines irgendwelche Blogs, die wir lesen, die prägen natürlich auch unsere Vorstellungshorizonte. Also denkt vielleicht an eine Zeit, an der Amerika noch nicht entdeckt war. Da hörte die Welt dann einfach irgendwo hinter Spanien, vielleicht haben noch die Azoren oder so, die hörte dann quasi auf in der Vorstellung, weil es eben dahinter noch gar nichts gab, worüber man sprechen konnte, was man kannte. Und dementsprechend prägt natürlich auch Sprache unsere Handlungsmöglichkeiten. Wenn man Amerika noch gar nicht kennt, kann man auch nicht nach Amerika fahren. Was ihr aber auch seht, und da werden wir dann eben im letzten Teil nochmal darauf zurückkommen, Amerika hat trotzdem schon existiert, vermutlich damals. Also es ist nicht nur so, dass unsere Welt da dann auch aufhört. Und manchmal muss man eben diese Grenzen auch ein bisschen herausfordern, ein bisschen ausdehnen und findet dann eben plötzlich neue Möglichkeiten. Solange man es aber nicht kennt, ist man eben auch in den Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Ist auch anfangs in seinen Denkweisen eingeschränkt. Und das natürlich führt auch zu bestimmten Machtstrukturen. Da will ich heute jetzt nicht allzu fest drauf eingehen, das ist natürlich wieder ein Riesenthema. Also alle, die sich für das Thema Sprache, Diskurs und Macht interessieren, lest gerne Foucault, dann seid ihr den Rest des Abends aber auch ziemlich beschäftigt und wahrscheinlich noch ein paar Wochen bis Jahre darüber hinaus. Aber das darf man eben nicht vergessen, gerade auch im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel, dass die Art, wie wir eben über Dinge sprechen, auch gewisse Machtverhältnisse schafft, zementiert oder anfangs natürlich auch untergraben kann. Auch dazu werden wir dann gleich noch konkrete Beispiele sehen. Denn jetzt geht es so wirklich ans Eingemachte, an den Hauptteil meines Referats. Wir öffnen jetzt dieses Zauberbuch, das ist natürlich auch bei mir ein digitales Buch hier und schauen uns mal an, welche Arten von Zauberei gibt es denn eigentlich? Es gibt natürlich noch viel mehr, ich musste mich ein bisschen zeitlich beschränken hier. Und was ich eben recht spannend fand, als ich das mal so ein bisschen sortiert habe auch, da habe ich gemerkt, für die Leute, die sich vielleicht auch für das Thema Veränderungsprozesse und Change Management interessieren, man kann da fast so ein bisschen eine Kotter-Kurve machen, wenn man so will. Also offenbar haben diese Zauber, die wir da auch im digitalen Wandel, im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel antreffen, diese Zauber ähneln teilweise sehr stark dieser Kurve, wenn man in Veränderungsprozessen sich befindet. Also zuerst haben wir mal Bann- und Angstzauber. Also wie in häufigen Veränderungsprozessen ist zuerst mal die große Ablehnung da. Die Angst, dass sich etwas verändern muss oder eben, dass man die Kontrolle verliert. Und dann versucht man das zuerst mal einfach zu ignorieren nach Möglichkeit. Mein Hut reicht nicht mal über meine Ohren. Ich kann nicht ganz ausweichen. Das heißt, ich komme quasi an die Talsohle. Und die Talsohle, das ist dann der Lähmungszauber, die Versteinerung quasi. Ich versinke einfach mal kurz in Lethargie.
Wenn dieser Punkt dann überwunden ist, hoffentlich, und da gebe ich es jetzt zu, also allen gut ausgebildeten Change Managern und Change Managerinnen, die werden jetzt vielleicht denken, ah, jetzt stretcht er aber das Modell ein bisschen. Ja, das gebe ich gleich zu. Denn jetzt kommen wir in einen Teil, der beim Change Management, wenn diese Prozesse gut laufen, eben, wo es wieder hochgeht, wo eigentlich eben nicht mehr geblendet und verführt wird, sondern wo man sich mit der Veränderung anpasst. Hier habe ich es aber doch ein bisschen so aufgezeigt, wie gesagt, ich zeige heute eher die schädlichen Zauber, über die möchte ich zuerst sprechen, um dann auf Lösungen zu kommen. Und genau dieses Blendwerk und diese Verführung sehen wir auch immer wieder im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel, eben auch ein riesiger Veränderungsprozess. So, jetzt, nachdem ich das so lange versprochen habe, kommen wir doch zum ersten Zauberspruch. Eben aus der ersten Phase habe ich da mal was genommen, der Bannzauber. Und der lautet, Menschen werden nie mit Robotern Freundschaft schließen. Ja, was heißt jetzt das? Und wie geht's weiter? Wie es weitergeht, das wissen wir eigentlich schon. Vielleicht kennt ihr die sympathische Robbe, nicht die Dame, das ist irgend so ein Stockbild. Es war leider sehr schade, dass ich rechtemäßig nichts Besseres gefunden habe. Denn diese Robbe, die heißt Paro, die wurde seit den 90er Jahren, 1994 habe ich begann die Entwicklung, Anfang der Nullerjahre wurde sie dann tatsächlich in die Praxis rausgelassen, diese knuddelige Plüschroppe. Und zwar vor allem in Altersheime mit demenzkranken Leuten. Dort wurde sie oder wird sie auch weiterhin noch eingesetzt, um eben als Roboter, der auch mit Sensorik ausgestattet ist, also den man streicheln kann und der dann auch entsprechend reagiert, so mit Schwanzwedeln und so. Also da gibt es einen Roboter, der älteren Menschen hilft, der vor allem dementen Menschen hilft, Stress abzubauen, sich besser zu fühlen. Da kann man jetzt darüber streiten, ob das schon Freundschaft ist oder nicht. Ich hatte da auch eine Zeit lang das Bild von Ex Machina drin, den Film, den ihr vielleicht kennt, wo eben ein sehr intelligenter Roboter, über künstliche Intelligenz werden wir natürlich auch noch sprechen, das werdet ihr wahrscheinlich schon vermutet haben, aber eben Ex Machina, wo ein sehr intelligenter Roboter sich auch anfreundet mit einem Menschen. Jetzt hätte ich fast gespoilert, was dann passiert. Das werde ich euch jetzt in dem Fall nicht erzählen, aber da könnte man sicher schon eher auch sagen, ah, da kommt so etwas wie eine Freundschaft zustande. Aber was ist jetzt eigentlich der Zauberspruch dahinter und was ist die Problematik? Und die Problematik, die ich da sehe und ich hoffe, die ihr auch seht, wenn ich jetzt hier in den Laserpointer-Modus wechsle, das ist eigentlich hier das kleine Wörtchen «nie». Denn zum einen kann das mal rein beschreibend sein. Also wenn wir deskriptiv sagen, ja, das wird nie passieren, dann ist das durchaus mal, kann das eine wertfreie Prognose sein. Das ist extrem unwahrscheinlich. Also dass die Sonne mal im Westen aufgeht und nicht im Osten, das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit einfach sagen. Das wird nie passieren, solange unsere physikalischen Gesetze gelten. Sonst haben wir dann auch andere Probleme. Aber solche Nies, die man hier eben hört, die sind häufig auch nicht nur deskriptiv, also beschreibend, sondern eben auch normativ. Also das darf nicht passieren. Ein anderer Zauberspruch übrigens, ein bisschen allgemeiner noch in diesem Zusammenhang, ist auch, Computer werden nie das können. Oder eben auch künstliche Intelligenz wird nie einen Menschen ersetzen können, wird nie kreative Arbeit machen können, wird sowieso nie Kunst machen können. Und da haben wir häufig, oder habe ich häufig das Gefühl, dass dieses nie eben nicht nur eine Beschreibung ist, eines Zustandes oder eine Prognose, die rein sachlich gemacht wird, sondern eben, was nicht sein soll, das darf auch nicht sein. Und damit machen wir uns natürlich Denkbarrikaden auf, Denkblockaden, indem dass wir einfach so nie postulieren. Fehlt es uns dann vielleicht auch an der Möglichkeit, hier innovativ weiterzudenken. Innovativ ist übrigens auch so ein schönes Zauberwort, über das ich heute nicht spreche. Aber falls jemand schon die Bingo-Karte vorn hat, jetzt hättet ihr mich erwischt mit dem Wort innovativ. Aber genau solche Denkblockaden halte ich auch wieder vor allem als Philosoph für sehr problematisch. Ich bin der Überzeugung, gedacht werden, man muss fast alles denken können, denken dürfen. Machen sieht ein bisschen anders aus. Aber die Gedanken sollen möglichst frei sein.
Kommen wir zur nächsten Kategorie, da wollte ich eigentlich gar nicht wahnsinnig viel darüber sagen. Ich muss auch schon ein bisschen auf die Zeit schauen. Aber ich finde es eben doch wichtig und gerade im Zusammenhang jetzt mit der digitalen Gesellschaft passt das ja auch hervorragend. Da sind wir eigentlich in der zweiten Phase, in der Phase des Einschüchterns. Das kann sehr direkt passieren. Aber eben da sind wir, ihr erinnert euch, da sind wir auch wieder im Bereich der Machtdiskurse, der Machtstrukturen. Also wenn ich schon etwas weiß, eben vielleicht ein Experte bin auf einem gewissen Gebiet, jetzt im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel, denkt man häufig an IT-Experten, das sind die, die da alles wissen. Das sind quasi auch schon fast die Magier. Wenn man solch ein Expertentum hat, hat man natürlich auch einen gewissen Status und häufig will man sich den eben dann auch bewahren. Das will ich jetzt nicht so einfach ohne weiteres unterstellen, vielen dieser Silicon Valley Tech-Evangelisten. Aber wahrscheinlich, wenn man da mal genauer hinschaut, und das werden wir nachher auch noch tun mit konkreteren Beispielen, aber da ist es sicher auch häufig so, dass man eben auch wieder versucht, mit gewissen Sprüchen sich abzusichern, dass einem da ja niemand in die Quere kommt, den eigenen Claim, die eigene Welt und sei sie virtuell streitig macht. Ich habe hier ein Zitat, wer kein IT-Experte ist, sollte die Finger von der Netzpolitik lassen. Dieses Zitat halte ich natürlich für brandgefährlich und zwar deshalb, weil man damit ja eigentlich sagt, hey, es soll nur eine sehr ausgewählte Menge, ein ausgewählter Kreis an Personen soll überhaupt entscheiden, wie dieser digitale Wandel gestaltet wird, wie diese Experten dann auch tatsächlich aussehen und wie gut sie dann sind. Teilweise wissen sie ja eben doch nicht alles, aber schon nur, wenn man das Wi-Fi richtig konfigurieren kann zu Hause, ist man mal der König, vielleicht der Einäugige unter den Blinden. Aber das ist natürlich häufig so, man hat einen kleinen Vorsprung und kann sich damit auch schon einiges erlauben. Ich möchte hier nicht weiter auf die Details eingehen, aber ich möchte euch sehr ans Herz legen, diese Werbung kann ich auch mit gutem Gewissen machen. Es ist Werbung für die digitale Gesellschaft bzw. für den Podcast der digitalen Gesellschaft, wo die beiden aktiven Politiker, Politikerinnen Rahel und Jörg auch im, jetzt muss ich richtig zählen, ich glaube, es ist die Nummer 1, weil sie bei 0 angefangen haben. Dort wird genau dieses Thema Netzpolitik und wer soll da mitreden, sehr engagiert auch diskutiert, mit einem sehr klaren Statement auch, lasst euch nicht einschüchtern, sondern macht mit, versucht euch da auch zu informieren natürlich, aber lasst euch nicht einschüchtern und betreibt Netzpolitik, redet da mit, auch wenn ihr keine IT-Experten seid. Ich wollte gerade sagen, das ganze Parlament macht das ja auch, aber wenn ich richtig das im Kopf habe, dann wird diese Aufzeichnung, dieses Referat aufgezeichnet und dementsprechend habe ich jetzt das wahrscheinlich nicht gesagt. Ich würde jetzt einen Verstummungszauber oder einen Löschzauber anwenden. Mangels Löschzauber machen wir doch einen Lähmungszauber und hier kommt eigentlich für mich der größte Zauberspruch überhaupt und auch der gefährlichste überhaupt. Und der lautet mal schlicht und einfach, die Digitalisierung wird. Ja, was wird jetzt die Digitalisierung? Alles Mögliche wird eben die Digitalisierung. Die Digitalisierung wird alle unsere Arbeitsplätze vernichten. Die Digitalisierung wird uns in ein virtuelles Paradies führen, wo wir eben nicht mehr arbeiten müssen. Die Digitalisierung wird alles Mögliche möglich machen und alles andere unmöglich. Die Digitalisierung wird dazu führen, dass wir plötzlich beherrscht werden von einer Elite oder von Robotern oder von AIs. Wir haben da also ein riesiges Feld an Möglichkeiten, die uns da aufgezeigt werden. Und es ist eben genau das. Hier übrigens also für alle, die immer noch am Bingo spielen sind und darauf warten, dass ich mein Versprechen ernst mache oder mein Versprechen umsetze, das ja auch in der Beschreibung des Vortrags war. Hier ist Matrix, Morpheus natürlich. What if I told you it's not going to happen? Und deshalb greife ich hier auch ein bisschen weiter aus. Normalerweise frage ich hier ein Publikum, das vorhanden ist, auch, also ich hoffe, ihr seid auch noch vorhanden, ich hoffe, es sind noch nicht alle weg, sonst hoffe ich, dass du mir das sagen wirst, dann gehen wir zusammen ein Bier trinken, ich kann auch gerne hier weiter monologisieren, hoffe, wie gesagt, ihr seid noch da. Und normalerweise frage ich eben hier das Publikum im Saal, findet ihr hier drei Fehler?
Ein Satz, drei Wörter, drei Fehler, das ist natürlich eine ziemlich gute Ausbeute. Ich gebe euch vielleicht schnell 2-3 Sekunden Zeit, um doch ein bisschen für euch zu überlegen. Ich weiß nicht, vielleicht wird auch schon im Chat darüber diskutiert. Ich sehe eine interessante Gestik der Regie. So, das heißt wahrscheinlich, ja, geht so, ist aber auch völlig okay. Denn jetzt werde ich meinerseits das Rätsel eben lösen, weil ich will ja nicht intransparent anklagen und dann selber total intransparent sein, sondern hier eben auch euch zeigen, was mir aufgefallen ist an diesem Satz, den ich sicher auch schon hunderte von Male gesagt habe. Dieser Satz, den wir auch immer wieder hören, und das meine ich ja auch genau mit diesen Zaubersprüchen, häufig fallen uns diese Formeln schon gar nicht mehr auf, weil sie mantraartig runtergebetet werden oder so häufig verwendet werden. Fehler Nummer 1. Die Digitalisierung, das klingt immer so, als ob es nur eine einzige gäbe. Als ob die Digitalisierung eben genau das wäre, was sie sein wird. Da komme ich dann nachher noch drauf. Aber zuerst mal, welche Digitalisierung meinen wir eigentlich? Ich bin ziemlich sicher, dass die Digitalisierung, wie ich sie mir vorstelle, eine ziemlich andere Digitalisierung ist, als sie jemand wie Elon Musk sich vorstellt, als sie jemand wie vielleicht Ueli Maurer, unser Digitalisierungsbundesrat, vorstellt. Falls er sie sich überhaupt vorstellt, das weiß ich nicht so genau. Das heißt, die Vorstellungen sind da schon mal ganz verschieden, obwohl wir immer so ganz normal von der Digitalisierung, von dem digitalen Wandel sprechen. Da gibt es sicher mal eine ganz große Diversität, ein ganz großes Spektrum der Digitalisierungen, die da eben passieren können. Als nächstes, die Digitalisierung, das ist ja auch immer schön, das ist ja so ein bisschen wie eine Akteurin. Die Digitalisierung, wer ist das eigentlich, diese Digitalisierung? Wie sieht die eigentlich aus? Was weiß die eigentlich? Ja, überhaupt nichts, denn das ist ja ein Konzept, das wir füllen. Wir sind immer noch die Akteure. Im Moment sind das Menschen. Möglicherweise, ihr erinnert euch an den ersten Zauberspruch, ich will nicht sagen, es wird nie möglich sein, dass wir mit Robotern, mit Computern, mit künstlichen Intelligenzen, ich sehe, ich muss da wirklich drauf zurückkommen, wenn ich das Wort schon immer selber brauche und das ja auch ein bisschen Zauberspruch ist. Ich will gar nicht ausschließen, dass das auch mal möglich ist, dass wir mit solchen anderen Akteuren, nichtmenschlichen Akteuren, auch eine Digitalisierung gestalten. Aber was ganz klar ist, ist, dass die Digitalisierung keine Akteurin ist. Und dann das letzte Wort, der dritte dieser drei Fehler, die Digitalisierung wird. Das klingt auch wieder so, als ob das schon alles irgendwo in einem großen Schicksalsbuch hoch oben im Himmel oder wo auch immer das hängt, vielleicht auch eher in der Hölle, je nachdem, woran man glaubt mit dem digitalen Wandel. Aber als ob das schon alles vorbestimmt wäre. Nein, wir schaffen die Digitalisierung in jedem Moment. Digitalisierung passiert jetzt und wird auch noch weiter passieren. Natürlich können wir nicht alles freigestalten. Facebook morgen abschalten, das wird nicht passieren. Ich kann mich erinnern, vor über 10 Jahren wurde ich mal in einem Interview gefragt, ja, glaubst du, dass es in 5 Jahren Facebook noch gibt? Und ich habe dann so als Experte, muss man ja sagen, ja, schwierig zu sagen, sieht schon gut aus oder so. Das wusste man damals noch nicht. Wird wahrscheinlich jetzt morgen auch nicht abgeschaltet werden. Aber auch das ist im Fluss. Und wie das mit Meta, der Firma, oder eben Meta Platforms, wie sie ja ganz korrekt heißt, finde ich auch noch ein interessantes Detail, weitergeht, das wissen wir nicht. Vielleicht nochmal, ich gehe nochmal kurz zurück, wieso sagen wir das dann so? Das hat ja durchaus pragmatische Gründe, denn wenn wir sagen würden, mögliche Folgen des Wandels, den wir durch die Entwicklung und Nutzung digitaler Technologie gestalten könnten, seien das, da seid ihr wahrscheinlich schon nach dem dritten Wort eingeschlafen oder habt abgehängt, das klingt halt tatsächlich nicht so sexy. Braucht es tatsächlich im breiten Diskurs auch nicht, aber gerade wenn es dann etwas fachspezifischer wird, sollte man eben auch sich da Gedanken dazu machen, wie man genau spricht, eben auch ein bisschen exakter spricht. So, jetzt haben wir die Illusionszauber, jetzt sind wir endlich bei dieser ominösen AI. Ich habe aber das Gefühl, da sind viele von euch, die an diesen Kongress kommen, schon so ein bisschen vorsensibilisiert. Wahnsinnig viel muss ich da gar nicht erklären dazu, aber ihr habt sicher auch schon alle den Satz gehört, da ist AI drin. Ich schaue jeden Morgen auf meine Cornflakes-Schachtel und warte eigentlich darauf, dass da irgendwann auch steht, auch da ist AI drin.
war bis jetzt noch nicht der Fall. Ich glaube, der einzige Ort, wo nie AI drin wird, das wird der Rindsburger sein. Sorry an alle Veganer, aber beim Rindsburger, da ist eben schon Rinderwahnsinn drin. Deshalb wird da nie AI drin sein. Viele von euch, gerade falls es auch technisch etwas beschlagenere Leute hier drin hat, die werden dieses Bild nicht so erstaunlich finden. Häufig, was uns gerade Marketingmenschen, das sind ja Superzauberer, die können das immer sehr gut mit Worten, uns auch ein bisschen eben Illusionen hinzaubern. Was Marketingleute machen ist, sie schreiben eben überall drauf, da ist AI drin. Häufig ist dann so eine Baumstruktur drin, vielleicht auch ein Algorithmus. Das ist völlig okay. Also Algorithmen sind toll, können total komplex sein, können wir teilweise fast nicht mehr verstehen. Aber intelligent sind sie deswegen noch nicht unbedingt. Und häufig, wenn wir auch von AI reden, meinen wir beispielsweise automatisierte Entscheidungssysteme. Das ist noch nicht notwendigerweise intelligent. Da kann eben auch so ein Algorithmus wie so eine relativ simple, vielleicht in diesem Fall auch komplexere Baumstruktur dahinter stehen. Da gibt es natürlich auch eine ganze Menge weitere Zaubersprüche dazu. Ich gehe jetzt aber auch in Anbetracht der Zeit, mache ich da ein bisschen vorwärts. Ihr habt aber, das werde ich euch dann am Schluss den Link auch noch geben, ich habe diese Zaubersprüche, die ich heute vorstelle und eben auch ein paar weitere, noch in einem Dokument verewigt quasi oder hoffentlich eben nicht verewigt, dass ihr euch dann auch noch anschauen könnt und gerne ergänzen, wenn ihr wollt. Kommen wir zum nächsten Liebling fast der Marketingmenschen, könnte ich sagen, aber eben nicht nur, gerade wenn es eben um das geht. Wir lösen das mit Blockchain. Wer hat es nicht schon mal gehört? Mache ich mir vielleicht auch ganz viele Feinde. Und auch das gleich vorwegzuschicken, ich habe nicht im Prinzip irgendwas gegen die Blockchain. Was ich aber problematisch finde, ist, wenn wir mal einen Hammer haben, das ist die Blockchain, wir haben jetzt ein Werkzeug, und alles, was wir jetzt suchen, sieht eben aus wie ein Nagel, auch das so ein schönes Sprichwort. Also wir versuchen jedes Problem, das wir haben, mit einer Blockchain zu lösen. Also vielleicht nicht ganz jedes Problem, aber das passiert doch ziemlich häufig, dass wir dann, wenn wir neue Technologien haben, neue Ideen haben, ich hätte auch NFT nehmen können oder was auch immer, dass das dann super gehypt wird und wir sofort damit alles eben irgendwie lösen wollen. Ich weiß auch noch, als ich beim WWF war, war das Thema gerade, war das so 14, 15, glaube ich, kam Blockchain als Stichwort. So erstmal ein bisschen größer in den Mainstream. Und da hat man dann auch gleich, was kann der WWF als Umweltschutzorganisation mit der Blockchain machen? Das ist schön, man darf mal ein bisschen auch Gedanken spielen lassen, wo gehen wir hin damit. Aber eben man sollte nicht einen sogenannten Technosolutionismus betreiben, also quasi jedes Problem einfach mit Technologie lösen wollen. Und da habe ich auch noch ein Zitat dazu. Gerade für die Experten und Expertinnen unter euch, da gehe ich auch ein bisschen zurück, vielleicht auf die Einschüchterungszauber. Arthur C. Clarke, ein bekannter Science-Fiction-Autor übrigens, sagt: Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Da haben wir es wieder, die Zaubersprüche. Denkt also vielleicht auch daran, wenn ihr viel Wissen habt in so einem Bereich, wenn ihr vielleicht Blockchain-Experten, Krypto-Experten seid, denkt vielleicht auch daran, dass ihr, wenn ihr mit Leuten sprecht, die weniger Ahnung haben von dem Thema, dass die vielleicht das Gefühl haben, das sei fast ein bisschen wie Magie. Übrigens habe ich gesehen im Programm, einfach das noch kurz, schon wieder Werbung für den Winterkongress, diesmal am Samstag gibt es ja da auch ein Referat zu diesem Thema, dass eben man auch Dinge anders lösen kann als nur mit der Blockchain. Da bin ich dann auch sehr gespannt drauf, bin ich dann auch gerne dabei. So, und jetzt hat es ja wahrscheinlich doch ein paar Leute gegeben, die sind nicht nur wegen dem Zaubern gekommen, sondern auch wegen dem Buzzword der Stunde überhaupt vielleicht, dieses Metaverse. Hier, das wissen wahrscheinlich einige auch schon, da zitiere ich natürlich Mark Zuckerberg, einer ganz großen Tech-Magier, und der sagt: Wir bauen das Metaverse gemeinsam. Was meint er damit? Die Insider haben es gemerkt, hier baut niemand das Metaverse, das ist die Oasis, das ist nämlich aus Ready Player One. Ich frage mich immer, oder habe mich schon mehrmals gefragt, wieso hat sich Zuckerberg für das Metaverse aus dem Roman Snow Crash übrigens entschieden, für seine Vision und nicht zum Beispiel eben für die Oasis oder auch für den Cyberspace. Und jetzt sehen wir, jetzt sind wir eigentlich wirklich bei den
Details, bei einzelnen Worten, was die ausmachen können. Und da möchte ich so ganz kurz abrissartig, verzeiht mir bitte, also alle, die es jetzt gleich kalten Rücken runterläuft, wenn ich die Geschichte des Internets in einer Folie runterbete. Aber was ich sehr spannend finde, ist, was wir jetzt eigentlich wirklich sehen, ist so eine Begriffsverschiebung. Und ich glaube, die ist eben sehr, sehr wichtig und die ist auch kein Zufall. Wir sprechen immer noch zum Glück auch vom Internet und ich habe auch angekündigt, ich bin der Meinung, wir sollten dieses Internet retten vor dem Metaverse. Und zwar das Internet, der Ursprungsgedanke nach dem militärischen Ursprung, ja, den gab es ARPANET und so, ist die Verbindung. Computer sollen sich über alle Grenzen hinweg verbinden können, der Wissensaustausch soll frei stattfinden können. Treiber dahinter, ich habe das auch mal so ganz grob gesagt, Freaks und Unis, also die Wissensgesellschaft, die sich eben vernetzen wollte. Und dann, tada, jetzt vor, ich glaube, Metaverse ist erst so seit einem Jahr, ich würde sagen letzten Sommer oder so, sind die großen Medien gekommen in die Allgemeinheit. Jetzt sprechen schon alle davon. Und das ist ja auch wieder ein bisschen krude gesagt, aber ein multimedialer Marktplatz, der vor allem auf den Konsum ausgerichtet ist, meiner Meinung nach kein offenes Internet, so wie es ursprünglich angedacht wird, denn die Treiber dahinter sind nämlich die großen Tech-Firmen, Facebook bzw. Meta-Platforms, das ich ja schon erwähnt habe, das ich auch schon umbenannt habe, ist da groß dahinter, aber natürlich auch andere, Microsoft. Wir haben Dinge wie Fortnite, die es ja da schon gibt. Es gibt sowieso das Metaverse, einmal mehr gibt es noch nicht. Das soll ja eigentlich eine einzelne Plattform daneben sein und nicht viele Metaverses. Aber da probiert natürlich sich jetzt jeder gleich möglichst schnell ein großes Stück vom Kuchen zu sichern, am besten gleich den ganzen Kuchen. Und das finde ich wirklich etwas Problematisches. Da möchte ich euch gerne auch anregen, denkt noch etwas darüber weiter nach, was das eben bedeutet. Und ihr seht eigentlich, was hinter zwei einfachen Worten für Konzepte stecken und tatsächlich eben auch Machtansprüche. Wer wird der Besitzer oder die Besitzerin des Metaverse? Die beiden Videos, die ich unten verlinkt habe, ihr erhaltet dann die Folie natürlich auch noch von der Präsentation, das werde ich euch zur Verfügung stellen, aber die sind auch im Link, den ich euch dann am Schluss gleich noch zeigen werde. Jetzt habe ich aber, wie gesagt, ziemlich intensiv gerantet. Jetzt sollte ich ganz schnell auch noch zu den Auswegen aus diesem magischen Labyrinth kommen. Mein Plädoyer, ihr habt es schon gehört am Anfang, ist wirklich, schärft eure Sinne. Das heißt, hört erst einmal kritisch zu. Hört auch offen zu. Also das heißt nicht, dass ich sage, ihr macht einfach mal eure Ohren zu. Aber fragt euch auch immer, zaubert da gerade jemand? Höre ich da solche Dinge, wie ich sie jetzt eben vorgestellt habe in den letzten 15, 20 Minuten? Und wie soll der Zauber wirken? Will mich da jemand blenden? Will mich jemand verführen? Will mich jemand einschüchtern? Und dass ihr eben davon in eine Selbstreflexion kommt. Der Philosoph spricht, ja, ich gebe es zu, aber hinschauen und einfach mal sagen, ja, welche Zaubertricks, wo falle ich denn eigentlich genau drauf rein? Und dann eben auch, sind es die, die für mich passen? Wenn ihr das super findet, dass Mark Zuckerberg das Metaverse so aufbaut, wie es aufbaut, dann würde ich euch das nicht wegnehmen wollen. Ich habe vielleicht eine andere Meinung, aber kommt zu eurer eigenen Meinung. Denn wenn ihr selbst über euch nachdenkt, dann kommt ihr eben auch in einen Status der Souveränität oder der digitalen Mündigkeit. Das ist ein Begriff, der auch häufig benutzt wird für das, was ich meine. Souveränität heißt eben für mich den Spielraum, den ihr habt, aktiv nutzen. Und damit bin ich auch schon bei der letzten Folie, wo ich noch einmal so richtig zum Ethiker werde. Aber ich finde, hier kommt eben sehr klar auch rein, weshalb ich gewisse Unterscheidungen mache und was ich eben meine mit dieser Reflexionsebene. Ich beginne in der Mitte bei der Moral. Das ist eben das, was so häufig, was wir damit verbinden, wenn wir Ethik hören. Du sollst nicht, du darfst nicht. Schönes Beispiel. Du sollst deinen USB-Stick nicht rausnehmen, bevor du ihn ausgeworfen hast. Erinnert uns Windows zumindest immer wieder sehr liebevoll. Das heißt, es ist so ein moralisches Gesetz, aber eben noch kein rechtliches Gesetz. Recht sieht das ganz anders aus, oder beziehungsweise sieht das ganz anders, ein bisschen konkreter aus. Also da im Recht, deshalb ist es auch hier im Kern, sind die Dinge sehr klar geregelt. USB-Stick entfernen, ohne ihn auszuwerfen, wird mit Gefängnis nicht unter 5 Jahren bestraft. Dann wisst ihr, was da läuft. Moralisch ist das häufig nicht so ganz klar.
Recht ist übrigens auch noch kein Programmcode. Also ein Programm macht im Moment ja immer noch genau das, was man ihm sagt, in den meisten Fällen hoffentlich, wenn er es richtig geschrieben hat. Recht hat da schon einen gewissen Spielraum, sonst bräuchten wir auch keine Juristen. Jetzt gehen wir aber eine Ebene noch zurück und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass Moral und Ethik unterschieden wird, denn genau da kommt diese Reflexionsebene, auf die ich immer poche und die ich so wichtig finde, ins Spiel. Wenn wir moralisch sind, folgen wir einfach dem, was wir gerne tun möchten oder eben was uns jemand sagt, was wir tun sollen. Die Ethik überlegt eben das, was wir jetzt machen. Wieso machen wir das? Wieso soll ich den USB-Stick nicht rausnehmen, ohne ihn vorher offiziell ausgeworfen zu haben? Das kann ja durchaus sinnvoll sein. Vielleicht gibt es einen Systemcrash. Es kann aber auch sein, dass uns da eben Windows nur ein Verhalten einnatschen will, das völlig sinnlos ist. Und deshalb nochmal, moralisch handeln heißt eben handeln und noch nicht hinterfragen. Ich bin aber überzeugt, dass wir genau in diesem digitalen Wandel, wo ganz viele Dinge, Werte, Verhaltensweise neu verhandelt werden müssen, dass wir da eben nicht nur schreien müssen, was wir tun sollen, sondern auch darüber nachdenken, was wir tun. Und damit komme ich zum Schluss. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen eben mehr optimistische Visionen. Ihr habt gehört, wir haben viele gefährliche Zaubersprüche, viele Geschichten, die eher negativ sind. Die meisten Filme, Bücher, die man so kennt, 1984 bis Black Mirror, das sind dystopische Geschichten. Und statt dieser intransparenten, dystopischen Zaubersprüche plädiere ich dafür, brauchen wir mehr utopische Erzählungen. Wenn ihr Dinge kennt, wenn ihr Geschichten kennt, schreibt sie gerne in den Chat oder schreibt sie nachher ins Whiteboard, das ich euch gleich noch zeigen werde oder den Link euch gleich geben werde. Da können wir auch nachher noch darüber diskutieren. Aber auch ich kenne nur sehr wenige positive Geschichten. Die brauchen wir aber, und genau das hoffe ich, konnte ich euch zeigen, denn wenn wir in unserer Sprache, unseren Geschichten immer nur das Negative vorweg sehen, dann laufen wir eben Gefahr, dass wir dieses Negative auch selber schaffen. Ich plädiere daher eben für optimistische Visionen, damit wir ein Metaverse bauen, das wir alle wollen und das wir eben wirklich gemeinsam bauen und nicht nur so, wie Zuckerberg zwar sagt, aber vermutlich nicht meint. Und ich sehe gerade, da ist noch ein kleiner Schreibfehler drauf. Ich meine natürlich, wir sollten ein Intranet gemeinsam bauen. Ein Intranet wäre auch schön gewesen. Das war jetzt ein schöner freudscher Versprecher zum Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hier der versprochene Link, wo ihr noch weitere Zaubersprüche findet. Ich werde dann auch hier reinschauen. Ich wechsle dann gleich hoch und hoffe, wir können noch ein bisschen diskutieren. Aber wir haben noch 2-3 Minuten Zeit, vielleicht auch jetzt für eure Fragen, Kritik, Anregungen. Regie, gibt's was aus dem Chat? Erstmal herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich denke, die Thematik, die du heute Abend angesprochen hast, passt wunderbar zu der digitalen Gesellschaft. Wir machen, ich sage jetzt mal, etwas praktischere Technologiefolgenabschätzung. Die Brille eines Philosophen ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Also ich finde, das ist eine wunderbare Ergänzung und passt in den Rahmen der digitalen Gesellschaft. Es gab eine Frage im Chat, ob es Vereinfachungen oder Zaubersprüche nicht braucht, um komplexe Zusammenhänge wirksam zu transportieren. Und so als Folgefrage, wie man Zaubersprüche entzaubern kann. Das gehört irgendwo zusammen. Okay. Vielen Dank für diese Frage, die finde ich wirklich ganz wichtig, weil ich habe es ja mehrmals betont. Ich habe heute so ein bisschen die kritischen Zaubersprüche benannt. Aber natürlich ist es ganz wichtig, gerade in dieser komplexen Welt, dass wir Dinge eben auch vereinfachen. Also persönlich versuche ich zwar meistens vom digitalen Wandel zu sprechen, aber ich reiße niemandem mehr den Kopf ab, wenn er jetzt halt Digitalisierung synonym damit verwendet. Auch Blockchain beispielsweise habe ich vorher erwähnt. Wenn ihr unter Experten diskutiert und dann halt über Blockchain spricht und einigermaßen wisst, wovon ihr sprecht, finde ich das völlig okay, das auch als Konzept so zu brauchen. Nur eben, wenn die Intention dahinter ist, ich sage jetzt mal Blockchain und dann jubeln alle oder sind alle beeindruckt und denken, ich bin der Experte oder die Expertin, kann nicht sagen, dann finde ich das problematisch. Also insofern, ja, wir brauchen auch Zaubersprüche, Vereinfachungen,
Aber, und das ist ganz wichtig und das ist der zweite Teil auch der Frage, die sollten wir dann eben auch entsprechend transparent machen. Also vielleicht jeweils kurz anmerken, hey, wir arbeiten jetzt mit einer Vereinfachung. Ich habe das vorher auch probiert. Die Geschichte des Internets ist natürlich viel komplexer als in dieser einen Folie. Aber ich habe mir erlaubt, das heute so zu machen, um diesen Punkt der Gefahr Internet, Metaverse und was diese Wörter eben, was dahinter noch steckt an Konzepten, um das klar zu machen. Ich hoffe, die Frage war soweit beantwortet, sonst eben gerne später noch Nachfragen direkt. Eine weitere Frage, die auch gekommen ist, also AI hat immer einen Bias. Kann man da einen ethischen Bias hinein programmieren und ist auch dieser ethische Bias nicht, dieser ethische Bias ist ja immer noch ein Bias. Also wie geht ein Philosoph an diese Geschichte ran? Das ist so der Wunsch nach der ultimativen Objektivität, nach der richtigen Antwort. Eben unbiased und dann haben wir die richtige Lösung. Die richtige Lösung ist so etwas für mich wie die Digitalisierung. Sorry, dass ich hier keine bessere Antwort habe, aber es ist keine Ausrede. Ich will auch gar keine bessere Antwort haben. Wir müssen meiner Meinung nach davon wegkommen zu glauben, eben irgendwo da oben, da gibt es ein Schicksalsbuch und da steht drin, wie es richtig ist und wir müssen einfach diese richtige Lösung finden. Sehr häufig, und das müssen wir in dieser digitalen Welt, in dieser VUCA-Welt, auch ein schönes Zauberwort, in dieser sehr komplexen Welt, müssen wir eben auch lernen, auszuhalten, mit Ambiguitäten umzugehen. Und dazu gehören auch Biases. Wiederum, wir werden die nie ganz rauskriegen. Das Lustige ist ja auch, die Biases, die immer da waren, die werden jetzt halt einfach sehr konkret durch gewisse AI-Programmierungen oder durch Datenbasen oder wie eben Machine Learning das aus dieser Datenbasis dann herausliest. Das wird plötzlich konkret. Das war vorher schon da. Wiederum, wir müssen nicht die Algorithmen zuerst besser programmieren, sondern zuerst uns überlegen, welche Gesellschaft wollen wir sein. Und dann programmieren hoffentlich auch automatisch die besseren Algorithmen. Die werden immer noch eine gewisse Bias drin haben, weil wir das immer haben werden. Aber ich hoffe, dass wir eben darüber diskutieren und auch ein großes Problem, wir tun dann immer so, als ob ein Algorithmus einmal und für immer fertig geschrieben worden sei. Nein, wir sollten auch Algorithmen ja die Chance geben, zu lernen. Wenn wir schon von selbstlernenden Algorithmen reden, sollten wir die verbessern und halt dort, wo es kritisch ist, sie nicht gleich einsetzen und Leute umbringen, ins Gefängnis bringen, auf Basis von Algorithmenentscheidungen. Ich denke, wir machen hier den Sack zu. Mehr ein Kommentar als eine Frage von Yusuf Pau aus dem Chat hat geschrieben, Zauber lässt sich halt teuer verkaufen als etwas, das jeder versteht. Und ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir sind noch nicht fertig, wir sind jetzt fertig mit dem Livestream. Gebt uns ein paar Minuten Zeit. Unterhalb des Streaming-Fensters gibt es einen Button anschließende Diskussion. Wir wechseln gleich in einen Big Blue Button Raum und sollten in den nächsten 5 Minuten dort ankommen und dann könnt ihr Chris gerne im 1:1 noch Fragen stellen. Danke für die Aufmerksamkeit und danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Abracadabra, finish.